Erstmal waren die Vernehmungen so ruhig. Die wollten ja was von mir wissen. Ne? Aber ich konnte denen nichts sagen. Was wollte ich denn? Was konnte denen nicht sagen? Was soll ich denn sagen? Was wollten die denn wissen? Die wollten alles wissen, was ich da im Westen gesagt habe. Ne? Das wollten sie wissen. Ja, das konnte ich denen auch sagen. Das war ja kein Problem. Denen war nicht, denen hat es nicht eingeleuchtet, dass ich eine Kurzschlussreaktion hatte und gesagt habe, ich gehe jetzt. Sie haben Leute mitgenommen. Ich habe keine Leute mitgenommen. Ja, das hat sie nicht aufrechterhalten. Dann haben die gesagt, sie haben Leute beeinflusst. Sie haben Leute beeinflusst aus ihrer Kompanie. Sie haben Leute beeinflusst früher. Ich habe niemanden beeinflusst. Keinen. Das wollten die einfach nicht wahrhaben. Wenn einer geht, hat er gesagt, von uns, von den Streitkräften, dann ist es üblich, dass Leute, dass er versucht, andere Leute mitzunehmen. Ich sage, ich habe keinen. Das war jetzt ein Blitz. Jetzt gehst du und fertig aus. Sonst wird es überhaupt nichts. Na? Das haben die nie begriffen. Ja, und dann haben sie den Jüngchen los. Wir haben nachgeforscht. Ihre Kumpels. Wie sie noch in Freiheit, wie sie noch nicht bei der Armee waren, hat dieser. Ihre Kumpels, mit denen sie Fußball gespielt haben. Mit denen haben sie Skat gespielt im Winter. Mit denen hat ihr Schwager hat da mitgespielt und alles Mögliche. Ja und? Die wussten. Sie haben die Leute auch beeinflusst. Das ihre Kumpels, hat die gesagt. Die haben die beeinflusst. Die wussten, dass sie gehen. Die wusste kein Mensch. Das, ja. Und so drehte sich das über den Kreis rum. Und dann haben sie gesagt, zu mir werden sie jetzt nicht endlich sagen, was hier Sache ist. Dann stellen wir sie an die Wand. Ja. Was soll ich tun? Dann habe ich erstmal gar nichts gesagt. Und dann, nach einer Weile, haben sie mich zurückgebracht in die Zelle. Nach einer Stunde haben sie mich wiedergeholt. Dann hat der Vernehmer gesagt, sie haben die Wiesen verschoben. Ich sage, was habe ich? Die Wiesen verschoben. Nein, ich habe keine. Klar, ihre Schwester hat doch die Geld nach dem Westen geschickt. Nach West-Berlin. So, ich hätte kein Geld nach West-Berlin geschickt. Wieso das? Ich hatte meine Schwester eine Vollmacht gegeben über mein Konto. Na? Weil ich ja bei der Truppe brauchte ich kein Konto, brauchte ich kein Geld. Na? Das bisschen Sold, das haben wir so verprasst, das war weg. Und da habe ich ihr dann gesagt, gut, wenn du mal Geld brauchen solltest, dann kannst du da zurückgreifen. Ja. Und sie hat wahrscheinlich in der Zeit mal Geld gebraucht und hat sich da was runtergeholt. Und die haben gesagt, sie hätte das Geld dann nach West-Berlin. Ja, ich sage, nein. Ja, und so. Und dann haben sie meine Schwester und meinen Schwager auch noch kassiert. Ja. Die haben sie auch 8 Tage lang verhört. Wegen dem Geld, weil die waren eben darauf fixiert, das Geld muss da nach West-Berlin gekommen sein. Ja, ja, dann ist das nichts und dann haben sie gesagt, ja,
Ach so, mit dem Geld, ja. Dann bin ich in den Keller, haben sie mich in den Keller gebracht. Dunkelarrest. Nach ein paar Tage sind sie wiedergekommen und haben mich da neu vernommen, neue Vernehmung gemacht. Und dann hat er mir auch eröffnet, wenn Sie jetzt nicht richtig aussagen, was wir wissen alles, dann wir können auch Ihre Angehörigen, Ihre Mutter, Ihre Schwester verschwinden lassen. Da kriegt keiner einen danach, hat dieser. Ja. Ja. Das waren ja nur Leute, die nichts damit zu tun hatten. Ne? Meine Schwester, mein Schwager hatten da nichts mit zu tun. Und ja. Sie haben die und die und die Leute aus Ihrer Kompanie mitnehmen wollen. Sie haben Ihre drei Kumpels, wissen genau und oh, sagt, die wissen gar nichts. Ja, das dreht sich im Kreis drum, Kreis drum. Ja, dann war ich nachher so weit und habe gesagt, ja, okay. Den und den, der wusste Bescheid und der wusste Bescheid. Ja. Das tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Ich wusste nicht mehr, wie ich aus die Sackgasse rauskomme. Ja. Ich war mir keine Schuld bewusst, aber die wollten das unbedingt so. Und haben wir alles Mögliche versucht, dass ich das dann gemacht habe. Dann so habe ich gesagt, ja gut, ich habe den und den und den und den. Die wussten Bescheid. Ja, und dann haben sie die Leute geholt. Ja. Die wussten aber nicht. Heute weiß ich, dass die drei Kumpels, mit denen ich Fußball gespielt habe, dass denen nichts passiert ist. Die haben es verhört, aber denen ist nichts weiter passiert. Und was mit den Leuten, die aus meiner Einheit, das weiß ich nicht, was denn mit denen passiert ist.